Jesus sagt, ihr seid meine Spezialeinsatzkräfte. 21. Juni 2017. Worte von Jesus an Schwester Claire. Übersetzt und gesprochen von Jackie. Jesus begann: Alle von euch sollten dankbar sein für ihre Segen. Ihr neigt dazu, eure Gaben und Siege zu vergessen nach der Schlacht. Sie gehören jetzt euch und sie sollen genutzt werden. Und ihr erinnert euch nicht, wie es vor der Schlacht war und bevor ihr die Gaben hattet. Also vergesst ihr, dankbar zu sein für diesen Segen. Ihr erinnert euch an die Schlachten und den Schmerz, aber ihr vergesst alles, was ihr erreicht habt und dass ihr aus diesem Grund jetzt in verschiedenen Bereichen im Überfluss lebt. Es ist die menschliche Natur, Siege als selbstverständlich hinzunehmen und sie beiseite zu legen, nicht realisierend, welche Fülle sie eurem Leben gebracht haben, welches ihr jetzt lebt, aufgrund eben dieser Siege. Deshalb ist es gut, innezuhalten und dankbar eure Segen zu betrachten, indem ihr vergleicht, wo ihr vor 2 Jahren wart, als ihr die Reise auf diesem Kanal begonnen habt und wo ihr jetzt seid. Zum Beispiel seid ihr jetzt erfahrener in der Kriegsführung. Das bedeutet auch, dass ich euch jetzt in weitere Schlachten senden kann. Ihr könnt andere befreien, wie auch euch selbst. Ihr versteht meine Wege viel besser. Wenn also Schwierigkeiten auftreten, so wisst ihr, dass es keine Strafe ist, sondern eine Herausforderung mit vielen Belohnungen, wenn sie einmal abgeschlossen ist. Viele von euch waren zufrieden mit dem Leben in der Hanglage, doch etwas in eurem Innern sehnte sich nach mehr von mir und nach mehr Sinn in eurem Leben. Aus diesem Grund kann ich euch jetzt an höhere Orte hinbringen, wo die Winde heftiger sind, der Anstieg steiler und die Gelegenheiten, sich auszuruhen, immer weniger werden. Gleichzeitig ist aber die Aussicht herrlich. Ihr könnt den Berghang hinunterblicken, in die Täler und Niederungen, wo sich der Nahkampf abspielt. Doch an diesen hohen Orten gibt es Bestien, denen ihr begegnen und die ihr besiegen werdet. Da gibt es so viele Vorteile, wenn ihr weiterklettert. Sie übertreffen die Defizite. Ihr werdet immer weiter in mein Bild umgestaltet und ihr werdet mir immer ähnlicher, während ihr euer Kreuz schultert und euch selbst für den nächsten Aufstieg vorbereitet. Da gibt es keine Zeit zu zögern an diesen hohen Orten. Eure Zeit ist wertvoller, als sie es jemals war, und ihr berührt mehr Seelen, als ihr es jemals zuvor in eurem Leben getan habt. Und viele von euch kommen in der Nacht mit mir, während eure Körper ruhen, und es sind euch noch mehr Möglichkeiten gegeben, zu dienen und zu lernen. Ja, ihr seid wirklich Soldaten in meiner Armee, Spezialeinsatzkräfte, die vorbereitet werden für ungewöhnliche und außerordentliche Aufträge. Und doch lernt ihr täglich, euer eigenes Ich sterben zu lassen und als das Demütigste in meinem Königreich zu leben, was bedeutet, dass ihr oft zu untergeordneten Tätigkeiten gerufen werdet, die andere verachten. Aber für euch sind es Kurse für Fortgeschrittene in meiner Lebensuniversität. Und während ihr immer tiefer und tiefer geht, in eurer Haltung zu dienen, kann ich euch in Positionen erhöhen mit mehr Autorität und Verantwortung, und ihr werdet euren Stand vor mir nicht missbrauchen.
Vielmehr werdet ihr demütig wandeln vor mir und vor allen Menschen. Ja, dieses Outfit, für welches ihr euch eingeschrieben habt, gelangt in ein etwas schwieriges Gelände, und es scheint, als ob die Herausforderungen niemals aufhören. Da scheint es keine Ferien zu geben, sondern genau dann noch eine weitere Schlacht, wenn ihr eigentlich bereit wärt, euch nach der letzten Schlacht auszuruhen. Ich baue eure Ausdauer aus und damit bereite ich euch auf noch höhere Orte vor, mit grausameren Winden, Felsstürzen und Räubern. Die Kost hier ist nicht reichhaltig, aber sie versorgt euch, während ihr von einer Ebene zur nächsten geht. Seid dankbar, dass ihr dem Feind wirklich schwieriges Gelände wegnehmt und weitere Fertigkeiten erlernt, mehr Schlachten gewinnt und sogar Beute macht. Ihr seht wichtige Gebete beantwortet in euren Familien. Ihr seht die Versorgung, die Salbung und das Süßeste von allem, Gemeinschaft mit mir, während wir einmütig zusammen verweilen. Das ist in der Tat die kostbare Belohnung. Ja, die wunderbare 1:1-Beziehung, die ihr mit mir habt, meine Bräute. Dies ist noch ein weiteres Geschenk und eine Quelle großer Stärke. Ihr seht, da gibt es Stürme und Regenbogen, und ich bringe euch durch beide hindurch, indem ich euch helfe, euch stärker und weiser zu machen. Ihr habt viele Tücken des Feindes gesehen in eurem Leben. Ihr seid vielen Gruben begegnet, die für euch gegraben wurden. Hinterlistige Umstände, die anders aussahen, als sie in Wirklichkeit waren. Ihr seid gefolgt und habt darauf basierende Entscheidungen getroffen, und jetzt werdet ihr wiederhergestellt, viel weiser aufgrund von allem, was ihr erlitten habt. Also, meine Bräute, ja, ich will, dass ihr über eure Siege jubelt, aber seid euch bewusst, dass die Schlacht noch nicht vorüber ist, bis ich euch entrücke. Und dann werdet ihr neue und herrliche Aufträge bekommen, von welchen ihr niemals geträumt habt. Aber hier bitte ich euch, für einen Augenblick innezuhalten und eure Segen dankbar zu betrachten. Schaut auf die Dinge, die zuvor nicht in eurem Leben waren. Es sind große Siege, die gefeiert werden sollen, während sie umgesetzt werden und ihr weiter voranschreitet. Schaut auch, wie sich euer Charakter verändert hat und ihr mir mehr ähnelt als jemals zuvor. Schaut auf den Frieden, den ihr während Schwierigkeiten fühlt, weil ihr wisst, dass sie einen wichtigen Zweck erfüllen und ich euch am Ende erretten werde. Ich bin mit euch, beständig, während ihr geht. Ich helfe euch beim Klettern und gleichzeitig auch beim Erholen, während ihr in meinen Armen ruht.